Nee, wie hier wieder nichts geht. Nee, wie hier wieder nichts geht. Ich frage mich gerade, was mit meinem Channel, mit meinem Spiel los ist. Es hängt mal wieder. Dann starten wir Ark mal neu. Du, noch mal probieren. Irgendwie scheint Olli futsch zu sein. Ja, jetzt warten wir halt mal auf den lieben Olli, ne? Und plaudern so lange ein bisschen. Wisst ihr was? Solange der Olli noch nicht da ist, gehen wir jetzt einfach mal schnell in den Singleplayer. Er wird ja bestimmt gleich auftauchen. Hoffe ich mal. Vielleicht aber auch nicht. Ladebalken sehe ich schon mal. Ach du Kacke. Darf man hier erstmal wieder. Kann man ja richtig viel sehen bei dem Typen.
Bob. Oh, in der neuen Welt sind wir schon mal. Ich habe überhaupt keinen Plan von dem Spiel. Ich mache jetzt einfach irgendeinen Blödsinn, bis der Olli da ist. Ich weiß nur, was die Zeichen da rechts bedeuten. Das war es dann aber auch schon wieder. Ich hoffe doch, beim Olli ist jetzt nicht irgendwas passiert. Das wäre jetzt ein bisschen schlecht. Wen ich mit Olli meine, falls irgendwer sich jetzt sonst was denkt. Ich meine neben The Gaming Galaxy mit Olli, denn wir wollten jetzt zusammen Ark spielen, aber irgendwie ist er gerade geflogen. Und hoffentlich kommt er gleich wieder. Sonst wäre das sehr schade. Mich gerade richtig drauf gefreut, weil mir tierisch langweilig ist. Um es mal genau zu sagen. Da hat er mir auch schon geschrieben. Zap, zap. Wir machen so lange ein bisschen Scheiße, Blödsinn, wie auch immer. Ah, das geht also auf Energie und... irgendwas bekommen. Ah, Olli hat mir nochmal geschrieben. Ach, man kann auch weggehen. Das ist ja boah, cool. Da bist du ja. Ja, ist ganz komisch, ey. Also ich flog ständig aus dem TS raus. Okay. Ganz komisch. Dann versucht mich die ganze Zeit auch ein Kollege anzurufen. Immer wenn ich dran gehe, höre ich ihn nicht. Wenn ich ihn anrufe, dann... spinnt ein bisschen die Leitung rum. Aber er hört mich nicht, bitte. Dann denke ich, spinnt die Leitung ein wenig rum. Ja, in den letzten Tagen viel. Ich hatte auch heute Nacht, da hatte ich eine ganze halbe Stunde, konnte ich nicht ins Internet. Okay, ja gut, sowas kommt aber halt leider mal vor, ne? Aber es ist scheiße. Ach, man blutet ja, wenn man wo dagegen haut. Wie krass. Bist du schon auf meinem Server? Nein, ich bin jetzt nur mal ganz kurz auf dem Singleplayer, dass die Leute nicht nur ein Standbild sehen. Und ich wusste gar nicht, dass man auch machen kann, dass man seinen Charakter sieht. Doch, das geht. Kann ich einstellen. Gleich. So, jetzt sterbe ich eh gleich, weil ich hier mir meine Hand blutig schlag. Lol. Hey, Baum fällt. So, warte, dann gehe ich mal wieder raus. Survival Proofing, Exit to Main Menu. Oh, allow third person Kamera. So. Join. Wie er heißt, weiß ich noch, ja. Weißt du noch, an welchem Ort wir gebaut haben? Ich bin gestorben und habe ein Bett gebaut. Ist dein Server überhaupt schon online? Sein das ja auch. Ich verstehe dich gerade fast gar nicht, Olli. Besser, oder? Jetzt schon. Das war gerade wie abgehackt. Aber wenn dein Internet so schlecht ist, meinst du nicht, wir sollten dann lieber was anderes spielen? Wenn du da deinen eigenen Server hochfahren musst, weißt du, wie ich meine? Vielleicht klappt's ja jetzt. Ich meine, wir sind bei Unity Media, das muss jetzt klappen. Also noch findet er deinen Server nicht. Moment, ich bin noch nicht drauf. Kann sein, dass ich erst drauf sein muss. Achso, ja, wäre möglich. Zusammengefügt. Und IE am Ende.
Mach mal Friends oder so. Friends? Refresh. Der ist immer noch offline bei mir. Wo finde ich das unter Friends? Join Arc. Auf Refresh. Name Filter. Die haben alle einen Ping minus 1, weil die mich verarschen. Game. Vorhin war er noch da, jetzt ist er weg. Komisch. Muss aber da sein. Schon non-dedicate Session, oder? Ja, non-dedicate. Kannst du auch mal gucken. Nö, findet er nichts. Host Local, das ist nur der Schmarrn mit offiziell, ne? Join Arc. Schon The Gaming Galaxy mit immer großen Buchstaben am Anfang, ne? Genau. Warum findet er dich auf einmal nicht mehr? Das kann doch jetzt nicht sein. Weil du bist drauf, ne? Ich bin drauf, ja. Oh, warte mal. Ich mach mal Spiel neu an. Das kann ja nicht sein. Sorry Leute, falls ihr euch gerade sonst was denkt, die sind zu blöd, um Ark zu starten. Ark Survival Evolved spielen. Launch Ark Low Memory 4GB. Was soll das bringen? Kommt drauf an, was für einen Rechner du hast. Naja, ich habe einen Intel i7, meine GTX Titan, über 20 GB. Der findet dich nicht, ich versteh's nicht. Ist doch ein Witz. Gaming Galaxy mit IE. Oh, jetzt habe ich alles groß geschrieben. Alles zusammengeschrieben, oder? Olli? User in your channel timed out. User entered your channel. Ey, was ist hier los, ey? Schon wieder Verbindungsabbruch. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Dein Server, das war alles groß am Anfang, die Buchstaben und IE am Ende, ne? Ja. Und zusammengeschrieben. Ja, alles zusammengeschrieben. Finde da nicht. Jetzt gebe ich mal nur Galaxy ein. Warte mal eben, kann ich dich vielleicht einladen? Probier's. Wie heißt du denn? Hast du Steam-ID? Blackies? Playzone. Playzone. Play groß und Zone auch groß, ne? Ja. Alles mit dem Anfangsbuchstabe halt. Und zusammengeschrieben, wie bei mir, ne? Genau. Ich verstehe nicht, dass er dich jetzt nochmal findet. Vorhin hat er dich gefunden. Da warst du sogar noch in der Liste drin und jetzt? Putsch. Geh auch mal kurz ins Hauptmenü rein. Mit dem Lied, ey. Also gut ist das Spiel zwar schon, aber es hat halt noch so seine kleinen Mäckchen. Ja. Ja, mittlerweile. Ein MS, eine Millisekunde mit dem Gaming-Monitor. Wieder nix. Und HDMI. Moment, ich hab auch noch nicht neu gestartet. Jetzt gerade eben runter. Achso. Der ist noch im Ladescreen. Auf Menü hin. So, jetzt gucken wir mal, ob ich deinem Spiel beitreten kann.
zu hosten. Dann Spiel betreten? Nee, geht nicht. Warte, non-detected mache ich jetzt. Ja. So. Session Number The Gaming Galaxy. Akzeptieren. Join Arc, Refresh. Also in klein geschrieben findet er dich nicht. In groß. Wie gesagt, groß geschrieben. Ja, der findet weder T, noch findet das mit Gaming, noch findet das mit Gaming Galaxy. Komisch. Gaming mit großem G am Anfang, kleines am Ende, ne? Nee, auch groß. Ach so, das ist am Ende auch groß. Ja. Okay. Achso, das war nur ein G bei dir, ne? Ja, genau. Wie meinst du ein G? Also Mitte waren 2G, oder was? In groß. Das T groß, das G groß, das E groß. Was? C? Ach, T. T, G. In groß, Galaxy. Dann sollte das eigentlich hinhauen. Ja, der findet dich ums Verrecken nicht. Das kann ja nicht sein, ey. Gerade echt fies, alles. Also sowas geht mir echt. Hat man mal vor, hier zu zocken. Ja, und dann so ein Scheiß wieder. Wir ums. Show Password Protected. Hat er ein Passwort? Ich meine nicht. Jetzt hat er dich! Na endlich! Wunderbar. Join. Und du Esel hast alles klein geschrieben. Doch, ist klein? Ja, alles. Hä? Kann nicht sein, bei mir stand das da alles groß. Keine Ahnung, es stand alles in klein gerade bei mir. Merkwürdig. Ist wurscht, jetzt können wir Dinos oder Dodos kloppen. Oh ne, das ist wie der Carnosaurus. Was, ein Raptor ist auch hier am Was machen die Viecher am Strand, ey? Die gehören ins Landesinnere. Hey, guck mal, ich habe eine Axt. Ich kann mich wieder nicht bewegen, wie immer. Ah, doch, jetzt. Drück mal M. Host-Tutoria, wer ist das? Was soll ich drücken? N oder M? Okay, ich sehe Mi. Und dann Pin sein auf der Karte. Das ist nämlich deine Position. Und da würde ich mich gerne hin. You are heading out of range. You need to get closer to the host player. Ach, schmeißt du mich gerade durch die Gegend, oder? Bist du Tutoria? Ja, oh, meine hat schon wieder Durst. Du Riet, was ist auf Meer? Ins Meer gehen und E drücken. Okay. Dann süppelt der Meerwasser oder die. Kommt doch an, was zockst. Hast du geguckt, wo der Pin ist? Hin? Ach, Moment, da sehe ich dich doch schon. So, wo war, hast du unsere Gebäude gesehen? Was für Gebäude? Wir haben doch was gebaut gehabt. Nee, nicht, dass ich wüsste. Uga, also, ich hab Axt. War das da hinten? Ich hab einen Knüppel, komm her. Ich zieh dich in meine Höhle. Aber die dritte Person ist auch lustig gemacht, ne? Ein bisschen schief, meiner Meinung nach. Was machst du da? Aha. Hm? Hast du gerade gemacht? Mit der Faust das Zeug kaputt geschlagen.
Laufe ich in Mann, Zeitlupe. wer schreibt mich denn jetzt schon wieder auf Steam an? Das ist doch ätzend. Ist immer das Gleiche. Ist die Schildkröte Ja, ich böse? war. So, Sag mal, Moment, warum wann laufe ich hätten so langsam? Ich habe da ein Gewichtszeichen dran. Was bedeutet das? Gewicht? Ja, ein Das Gewicht. bedeutet, dass du zu viel trägst. Zu viel. Ja. Wie soll denn das gehen? Dann hast du zu viel eingesammelt. Drück I, dann siehst du dein Inventar. Ach du Scheiße, ich hab fast 200 Wut dabei. Wo tue ich das nochmal hin? Ah ne, einfach nur Drop-Item machen, ne? Genau. So, weg ist es. Ja, ich habe viel zu viel Holz gesammelt für uns. Auch geil. Ich sehe dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Komm her. Ja, Olli, geh in die Richtung. Da ist bestimmt irgendwo eine Höhle, wo ich dich reinziehen kann. Nein, ich tue dir natürlich nichts. Wo ist denn hier ein Dodo? Ein Dodo Bin hier. mal gespannt, wann sie das Spiel mal so einstellen, dass man auch Deutsch einstellen kann. Gibt wohl eine Mod, die man, da kann man auf Deutsch, aber. Was ist mein Stamina? Ach so, meine Energie. Ich habe Metall bekommen. Mann, keine Dodos hier. Ich suche einen Dodo. Warum willst du ihn töten? Ich sehe einen Ja, Triceratops. ich brauche Fleisch. Den You Triceratops, are mit dem heading denke ich. out of range. Was heißt denn das? Muss ich da immer bei dir bleiben, oder was? Was steht da genau? You are heading out of range. Wenn du zu weit weg bist, zieht's mich in deine Richtung. Wie? Ja? Du bist 140 Meter von mir entfernt. Ach so, ja, das kann sein, weil ich der Treib, vielleicht habe ich das so eingestellt aus Versehen, Was ist denn das? Nitrogen. dass wir zusammenbleiben. Und weg ist es, hä? Ich hab's so gar nicht berührt. Ich glaube, der große Saurier da, der Flugsaurier ist böse, oder? Der Flugsaurier ist böse. Nee, nee, die tun meistens nichts. Es gibt nur riesige Adler, die tun was. Okay. Die Da haben ist ein nicht sehr. Dodo, sogar zwei. Der hat ein Herz im Kopf, der gehört dir, oder? Nee, der gehört nicht mir. Das bedeutet, dass ein männlicher Dodo in der. Nee, ein weiblicher Dodo in der Nähe ist. Jetzt komm her, du Mistvieh, ich will dich töten. Dodos Kind! Warum springt denn der immer weg, das dumme Vieh? Der Dodo? Ja. Vielleicht möchte er nicht sterben. Ich mal stark von aus. So, was habe ich jetzt gekriegt? Ich habe einen Sattel. Aber was soll ich da jetzt aufheben? Ich sehe nichts. Und zum Futtern habe ich auch nichts mehr, so wie es ausschaut. Jetzt, ich habe Durst. Ich habe Spoiled Meat. Das ist vergiftetes Essen, ne? Alter, zieh mich nicht immer durch die Gegend. What the fuck? Das ist mal Guck voll mal, ob blöd, ich. doof, wenn mich auf einmal irgendwas zieht und ich bräuchte mal was Guck zu mal. futtern. Ja, die sehen nicht so freundlich aus. Warum habe ich gerade gehört? Keine Ahnung. Der war Corsair. Entweder hat gerade ein Dino hinge. Ach, ein Dino hat hingemacht. Was passiert auch? Trampel mich nicht nieder hier, du dummes Vieh. Je, mein Handy muss jetzt wieder während dem Stream gehen. Das war mir so klar. Ist das Ja, nicht irgendwie immer so? das Problem kenne ich. Nee, also ich sehe dich, ja, mit einem Stern über dem Kopf und wenn du zu weit weg gehst, dann renn mal nicht weg, Mensch!
Irgendwann wird die Schrift rot und in dem Moment zieht's mich dann in deine Richtung. Und das tut weh. So nebenbei. Aber irgendwo muss doch unser Lagerfeuer sein, oder bin ich jetzt blöd? Oh, guck mal, hier ist ein Ammonitas. Ach, komm her, Viech. Ein Ammonitas? Ja, hier auf dem Boden. So ein Urzeitkrebs, der verdammt schnell ist. Alter, sag mal. Lass mich von dir nicht verarschen, du komisches Viech. Ach so, einen, den kriegst du so nicht klein. Den nimmst du Warum? Mit. Das schafft man meistens nur mit dem Speer. Und dann auch nach drei Schlägen erst. Dreimal habe ich ihn jetzt schon getroffen, oder zweimal. Ja, aber ist mit einer Spitzhacke extrem schwer. Den ich mach's mit einer Keule. Aber gut, mit einer Keule habe ich es noch nicht ausprobiert, aber eine Keule soll eigentlich auch nur betäuben und die Viecher kann man eigentlich gar nicht betäuben, soweit ich weiß. Ach so. Wo ist er jetzt? Jetzt backt er rum. Der hat sich hier festgebackt. Ich habe ihn getötet. Wie geil. Ah ja, jetzt habe ich wieder rohes Fleisch. Wir müssen mal ein Feuer machen, ne? Ich baue jetzt mal hier ein Feuer hin, weil ich habe fast nichts mehr zu essen und zu trinken. Kann ich eigentlich? Ich glaube, ich kann auch ein Feuer basteln. Und du weißt ja, was es bedeutet, ne? Wenn wir nichts mehr zu essen haben. Dann sterben wir. Richtig, und ich möchte nicht gleich am Anfang krepieren. Wo war nochmal das Crafting? Ach hier, Craft Tables. Was jetzt passiert? Host Connection Timeout. Ja. Wieso das? Ich bin noch da. Ich bin rausgeflogen. Wie, du bist drauf rausgeflogen? Ja? Der Server ist bei mir weg. So ein Scheiß, ey. Also ich bin noch, aber ich bin noch drin. Du stehst auch bei mir noch da. Komisch. Ich bin definitiv rausgekickt worden. Oder geflogen. Da stand Host Connection Lost. Und jetzt finde ich dich nämlich auch wieder nicht. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Nee, eigentlich nicht. Ja, ich bin schon wiederum. Nonstop-Updates, aber nichts auf die Reihe kriegen, ey, Wahnsinn. Das liegt heute wirklich nur an meiner Leitung. Ja, sonst, wenn du willst, können wir ja auch Siege oder so zocken, wenn das besser geht. Was zocken? Siege. Siege? Ja, was sonst? Ja, ich bezweifle nur, dass es besser gehen wird. Wir können es ja probieren. Wenn nicht, dann können wir es halt nicht ändern, mein Gott. Außerdem mache ich mir mittlerweile so ein bisschen Sorgen, dass ich, wenn ich wieder ein Loch in die Wand schieße, dass ich gebannt werde. Warum wirst du gebannt? Ja, du wirst lachen, der Fuzzi, der hat gesagt, dass einige Spieler gebannt worden sind, weil das Anti-Cheating-System das als Cheat wohl ansieht, dass man ein Loch in die Wand macht und da rausschießt, wenn dann ein Gegner vorbeiläuft. War bei mir bis jetzt nicht der Fall und ich habe oft durch die Wände geballert. Ja. Ja, also keine Ahnung, was die da als Cheat ansehen und wenn, dann müssen sie es eh rückgängig machen, wenn das ein Fehler vom Spiel ist. Gut, dann schreibe ich nur mal schnell meinen Stream um. Mikrofon muted. Mal eben herstellen das Ding. Mikrofon activated. So, Twitch. Was meinst du herstellen? Lege ich das jetzt an? Moment. Immer noch.
Ach, dein Stream, dein. Ah, okay. Boah, was ist denn bei mir los, ey? Jetzt lädt er mir nicht mal mein Twitch-Stream. Alter, ist das Internet nur noch am Abfacken heute überall? Bei einer guten Freundin hat sie mich vor kurzem jetzt den Router durchgehauen, ne? War Stromausfall. Und dann hat's Peng gemacht und der Router war hin, wo der Strom wieder kam. Ist geil, ne? Halten richtig viel aus, die Dreckstechnik. Sorry, meine Ausdrücke, Leute, aber sowas kotzt mich an. So, dann ändere ich jetzt mal um. Strom wieder kam. Ist geil, ne? Halten richtig viel aus, die Dreckstechnik. Sorry, meine Ausdrücke, Leute, aber sowas kotzt mich an. So, dann ändere ich jetzt mal um. Strom wieder kam. Hast du gesehen? Ist geil, Ich habe ne? meine Halten richtig Facecam viel aus, die optimiert, ne? Dreckstechnik. Na gut, das habe ich jetzt noch nicht. Aber Sorry, sie meine hinkt. Ausdrücke, Leute, Boah, wie übel aber habe ich den mit sowas der kotzt Keule mich an. zugerichtet, den Ceratops. Echt So, übel. dann ändere ich jetzt mal Aber das Schild um. ist Strom wieder geil. kam. Man kann jetzt Schilder Hast du bauen bei gesehen? AI, Ich habe ne? meine Halten richtig Facecam viel aus, die optimiert, ne? Dreckstechnik. Na gut, das So, habe ich jetzt noch nicht. Holzschilder. Das ist ziemlich Sorry, hart. meine Ausdrücke, Leute, Boah, wie aber. übel. So, also ich bin schon drin in Siege. Ach so, ich bin noch nicht mal draußen aus. Arg. Dann lol. So, Ich bin ja nicht mal reingekommen. Leider. Exit to Main Menu. Macht dir bloß keinen Stress. Ich habe momentan ein paar chillige Tage in der Arbeit. Oh, wer wollte denn jetzt was von mir? Killerzwerg. Oder willst einfach mal meine Map im Spiel sehen? So, Siege. So, Haben wir Six schon lange nicht Siege. mehr gespielt. Na, ich, wohl, ich hatte ja keinen Verbindungsabbruch gehabt, also. Ne, du nicht, aber ich bin rausgeflogen und dann war der Server wieder futsch, was ich nicht verstehe. Kann man die eigentlich nicht irgendwie als Favoriten abspeichern oder sowas? Müsste doch gehen, weißt du, per IP oder so. Und ja, Leute, ich rauche zu viel, ich weiß. Das erklärt's vielleicht. Suche nach Patches. Ach, bald kommen die neuen Operators, ne? Ja, genau. Den Eis heißt, glaube ich, einer. Wurde, glaube ich, geleakt. Soll ich dich in den Trupp Dachte nur. einladen? Warte, ich bin noch gar nicht drin. Hennig und Fuzzi sind drin. In Rainbow Six Siege oder was? Nein, 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 nur in Uplay online. Wir haben festgestellt, die sind ziemlich oft online, also von daher hat das nichts zu heißen. So, haben wir es denn? Rainbow Six. Okay. Jetzt müssen die Leute eigentlich gleich meine Gameaufnahme sehen. Tun sie das nicht, habe ich wieder Probleme. So wie vorhin. Yeah, synchronisiere deine Spielstände. Haha, das Spiel ist abgeschmiert. Haha. Was? Das Spiel ist abgeschmiert. Ich weiß nicht, Rainbow was. Six Siege oder was? Was ist denn heute los? Das frage ich mich auch. Ich glaube, es hat mit dem zweiten Monitor zu tun. Ja, das erklärt das den Stress bei dir, aber was ist bei mir los? Bei mir ist auch Stress heute die ganze Zeit, Der Anbieter. was das angeht. Boah, der neue Monitor, den ich habe, ist so geil. Ich hab mir ja einen neuen Monitor geholt, der ist so geil. Bild Schön. richtig schön klar. Das ist bei mir auch. So ist nicht. Lass mich. Ich Ich hab mir habe. ein Geld. Ich hab Rede? mir für 300 einen Gaming-Monitor geholt. Mit, ich glaube, eine Millisekunde hat das gerade mal an. Okay, jetzt funzt alles. So, Ja. einstellt Trupp. Machst du oder soll ich? Hast du mich da eingeladen? Ich mach ich gleich, ich log gerade wieder ein, Spiel war ja weg.
Oh, ich muss heute unbedingt noch ein Nvidia-Update machen. Es scheint offenbar wieder ein Update gegeben Ja, zu wegen haben. Tomb Raider habe ich schon gemacht heute. Einladung ist raus. Und Jackie Spiel teilnehmen. So, was gucken, So, dann werde ich aber, Aktivitäten. bevor ich das Spiel starte, auch gleich mal starten. Dann kann ich irgendwie eine Folge davon raushauen. Richtig, ich habe ja so schöne Thumbnails gebastelt und kann keine Folgen mehr machen. Ne? Aber man sieht auch, ich habe mir voll Da Mühe ist es gegeben, hat dann. mir auch ein guter Kumpel geschrieben. Ach, Ja. wir sind schon mitten im Beitritt hier. Geht rasend schnell mittlerweile, seit die Updates gemacht haben. Du siehst die Zeit runter ticken, auf einen Schlag geht's los. TDM-Bombe. Multiplayer, oh, mit Rang sogar. Da sind sie nicht Mist. so gut wie in Locker, weil in Locker sind die ganzen guten Spieler, musst du dir denken, die die ganzen Noobs wegballern. Oh Mann, ich hab fast alles gegeben. Puls. In dem Castle. Sender, wen nehme ich denn? Ah, Der es Pistol-Piti war ein wenig schneller. ist okay. Ja, meine Aufnahme schaut gut aus. Den Bereich sichern, die Bomben weiter YIQ? schützen. Was? Wer hat IQ genommen? Oh, meine Maus ist viel zu schnell. Habe ich dir erzählt, ich habe mir jetzt eine Razer Mamba geholt, ne? Mitgekriegt? Das ist die neueste Razer, glaube ich, die rausgekommen ist. Als Maus. Das Ding hat was auf, maximal kann ich auf 16.000 DPI gehen. Es bleiben noch Was aber für Six im Einsatzbereich bleiben. absolut zu viel ist. 5 Sekunden. Macht doch mal einer hier eine Sperre hin, Leute. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Ich mach mal hier dicht. Ich schwör bei Gott, macht hier jetzt irgendeiner. Die kommen die Treppen runter, Achtung. Wo liegt hier die? Ah, hier liegt die Panzerung. Lass mich mal dahin, Olli. Ah, ich glaube, dahinter ist schon einer. Du Arschgeige, Alter. Wie schnell schießt denn der? Und wo hat er jetzt geschossen? Von oben kommen die, glaube ich. Hier draußen ist auch schon einer. Pass auf, Olli. Verdammt. Ich lieg auf Boden. Das hätte ich besser machen müssen, aber gut, meine Maus war noch nicht eingestellt. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Nee, und ich bin jetzt da. Ich überlege mir, ob ich mir das Mauspad von Razer, was für diese Maus gedacht ist, und die Tastatur auch noch hole. Und Razer halt, ne? Ich markiere sie mal. Einen habe ich. Ja, die schießen alle Kameras kaputt. Hörst du mich schlecht? Oder? Nee, ich höre dich, ich höre dich. Du hörst mich. Nee, ich überlege mir, ob ich das Mauspad von Razer und die Tastatur mir auch noch hole, weißt du, diese Chroma, wo die Farben die ganze Zeit durchlaufen. Weil ich brauche sowieso meine neue. Das Ding hier ist so ätzend. Was sind denn die Pisser? Ah, du lebst noch, Respekt. Ach, fuck. Egal. Da bin ich nicht mehr weggekommen. Mission gescheitert. Ich habe auch, wie gesagt, meine Maus war gerade viel zu schnell, ja. Und in Rainbow Six brauchst du echt eine ruhige Maus, muss man dazu sagen. Also ist meine Meinung. Kann ja jeder eine andere Meinung von haben, aber
Ich bin mir 100% sicher. Ich nehme Blitz. Definitiv. Hey, Blitz ist ja Scharfschütze. So, jetzt gehe ich mal nur kurz noch auf Rand los. Also randlos. Einfach aus dem Grunde, sonst kann ich nicht rüber switchen auf dem Chat. Auf dem zweiten Monitor. Wer ist denn das Ding jetzt? 9000, ja, das müsste eigentlich passen. 9000 DPI müsste okay sein, oder? Ja, denke mal. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit immer auf dem Fernseher gezockt habe. Warum habe ich mir nicht schon eher einen Gaming-Monitor geholt, ey? So Hammer. Die Dinger sind super, ja, aber auch schweineteuer. 300, ja, das ist also teuer. Also ich habe für meinen, 160 damals gezahlt, das ist ein BenQ und ist ein Top-Monitor, also ich kann nicht klagen, 23 Zoll. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Wie viele Millisekunden hat der? Weiß ich nicht. Wo, kann man das irgendwo sehen? Nee, ne? 10 Sekunden bis zum Einsatz. Auf jeden Fall hat er 60 Hertz, das weiß ich. Also, meiner hat 144 Hertz. Eine Millisekunde Reaktionszeit. Hertz, oder? Entschärfer ist jetzt gesichert. 144 Hertz und eine Millisekunde Reaktionszeit. Und siehst du, meiner hat 60 Hertz. Wichser, da sind wir hier drin, Achtung. Okay. Ich spreng. Sprengladung wird eingesetzt. Genau hinten an der Wand war er. Da kam gerade eine Drohne, aber von wo? Das ist meine, ist meine. Okay. Keine Sorge. Bestätige! Sprengladung bereit! Wir hätten da jetzt ans Auto gehauen. Guck mal, ob ich die. Die sind da. Ziele im Visier. Fitnessraum. Gehen wir langsam weiter. Der Wichser wirft Nitro nach mir. Okay, ich glaube, ich habe die Gegner ein bisschen markiert. Keine Munition mehr, Alter, das ist nicht euer Ernst. Einer ist tot. Jetzt bin ich gleich down. Hilfe! Scheiße. Egal. Einen habe ich mitgenommen, definitiv, und zwar mit dem Headshot durch die Wand. Und wie du siehst, ja, ich bin nicht gebannt worden. Und sollte ich einmal wegen sowas gebannt werden, glaub mal, dann schreibe ich als allererstes den Support an. Weil ich kann sagen, dann ich habe ein Beweisvideo, weißt du, ich meine? Ja. Ja, dann hat ich ja auch. Also dann, wenn sowas ist, dann hätte bei mir Ubisoft wirklich einen Kunden verloren. Nicht nur bei dir. Wenn die wirklich vehement darauf bestehen, obwohl man ein Beweisvideo hat, weißt du? Und ich glaube, das ist auch taktisch, dass man ein Loch reinmacht und daraus schießt. Natürlich. Oder Fuzzi hat wieder Scheiße erzählt. Weiß ich nicht. Na, das glaube ich weniger. Muss man meine ganzen Fenster hier zumachen, ey. Ich habe viel zu viele Fenster offen. Operator auswählen. Schon passiert. Verzeihung. Wir sind hab voll gepennt. Sind wir zu viert, ey. Oh, ist einer abgehauen. Die Bomben sichern. Ist einer abgehauen. Was hast du? Capcan? Sehr gut. Ich mach dir die Dinger in die Türen. Entsprechend planen. Komm zu mir, mach da eine hin. Die
Gegner haben eine Bombe entdeckt. Im Angriff bereit machen. Du bist da unten. Im Einsatzbereich bleiben. Komm ich denn zu dir? Störsender bereit. Das ist irgendwo eine Drohne. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. Es bleiben 10 Sekunden. Hier hinten ist auch noch eine zum Zumachen, Olli. Da kommt eine Drohne. Ich hasse diese Dinger. Machen die eigentlich Wände hin oder träumen die den ganzen Tag, unsere Leute? Ich glaube, die machen keine Wände, oder? Ja, scheint mir nicht so. Frag mich nicht warum. Warte, ich mach Pause auch. Aber die Wand verstärkt! So. Sehr schön. Wenigstens einer, der mitdenkt. Ich mache hier noch eine Barrikade. Weil die kommen schon, die Gegner. Das wird sonst übel für uns. Oh, oben sollte ich vielleicht noch eine hinmachen. Zugangssperre einsatzbereit. Abstand halten. Wow, Vorsicht, Vorsicht. Mann. Hat's dich erwischt? Nee. Okay. Geht noch, zum Glück. Irgendwer hat hier gerade was kaputt gemacht. Ja, Vorsicht, die kommen wahrscheinlich wieder durch die Decke. Da hinten, Vorsicht! Was zum... Nein, haben wir Granaten. Ach so, von der Decke aus. Na gut, habe ich Pech gehabt, bin ich tot. Kann ja nicht immer laufen, so wie man will. Achtung, da kommen welche rein. Ja. Hab ihn markiert. Zwei Stück. Das sind zwei, pass auf. Nacht, ich wollte gerade schießen, verdammt. Okay, die ist die Cobra, muss das jetzt richten. Und was du gerade vorhin geschrieben hast, wegen Aufnahmen etc. Wie hast du das genau gemeint mit alles neu aufnehmen? Skyrim. Ach so. Oder was meinst du? Ist jetzt komplett alles futsch, oder? Nur noch ein Gegner alles futsch. Durch. Ich musste alles löschen und neu installieren. Die ganzen Mods ebenfalls. Ich ja, das kenne ich. Alles. Das kenne ich aber. Weil Bethesda hat halt manchmal die Angewohnheit, irgendwo haben die dann doch Fehler drin, die dann ja. Klar, eventuell mit Mods nicht kompatibel sind. Und da ist natürlich dann der aber Nachteil. Weil du es gerade sagst, ne? Ich habe Garry's Mod nicht mehr installiert. Nicht? Nein, ich hab's runtergetan. Das Spiel ist mir zu doof. Es macht zwar Spaß mit euch zu spielen, bin ich ganz ehrlich, ja. Hm. Aber es ist mir einfach zu blöde, dauernd das Gekeife und 15 Leute schreien dann durch die Gegend. komm ich nicht drauf klar, weißt du, ich krieg da Kopfweh von. Und wenn ich Kopfweh krieg, werde ich ungehalten. Ach so. Vor allem lasse ich mir nicht von irgendeinem kleinen Pisser den Mund verbieten, wenn ich was zu sagen habe. Auch wenn ich tot bin. Ja, also so sind halt die Regeln bei Gerrit. Ja, finde ich aber schwachsinnig, weißt du? Wenn ich mich weiter mit euch unterhalten will, würde ich mich weiter mit euch unterhalten. Was anderes ja, wäre es, wenn man sagt bei der Regel, okay, man darf nicht reden, wenn derjenige verraten könnte, wer es ist. Ja. Aber guck mal, beim Tabletop-Simulator hatten wir jetzt auch bei Secret Hitler, da mussten auch die beiden Faschisten und Hitler mussten die Augen zumachen. Weil Hitler darf nicht wissen, wer die Faschisten sind und die Faschisten dürfen nicht wissen, wer Hitler ist. Beziehungsweise die Faschisten, die dürfen sehen, wer Hitler ist. Dann sagte der Spielleiter, dann bitte Hitler jetzt die Maus bewegen und die Faschisten sollen dann gucken. Da können natürlich auch die Liberalen sagen, Wir haben noch einen Monitor. Mhm. Wir können da auch gucken. Sonst würde das Spiel auch das gar nicht anbieten. Also, es sind halt Regeln. Ja klar, verstehen tue ich schon, aber ich finde Garry's Mod einfach kacke. Außerdem funktioniert es bei mir nicht richtig. Ja, wegen Texturen, ne? Ja, und das hat mich eh aufgeregt. Nonstop dieser Lag und diese eine zum Beispiel, wo es diese hohen Türme gibt, ja, mit der Stadt. Diese Map. Muss ich das so vorstellen, wenn ich mich bewegt habe, ist das ganze Bild mitgelaufen. Als würde die Stadt da 500 Mal stehen. Und da habe ich echt, nee, sorry. Kriege ich einmal Kopfweh von und zweitens mal ging es mir einfach um Keks, dass nonstop die zwei Jüngeren, weißt du, immer so aggressiv geworden sind.
Mein Luca und. Ja, muss nicht sein, sorry. Wenn ich zocke, dann zocke ich, weil ich Spaß haben will und nicht, weil ich mich von irgendwem angiften lassen will. Vor allem, wenn man dann noch aggressiv wird, weißt du? Solche Jungs, tut mir leid, wenn ich sagen muss, aber mein Kumpel früher, der war auch so. Die Mutter hat ihm dann verboten, zu mir zu kommen, um mir mit mir PlayStation zu zocken. Ja? Weil er immer aggressiver geworden ist. Und es sind solche Jungs, die sind darauf anfällig, weißt du? Und ich will daran nicht schuld sein. Also deswegen habe ich ihn dann auch nicht mehr zu mir gelassen. Na, ist da jemand? Nö. Komm, mach die Tür ganz auf. Nein. Oh, ich komm da nicht rein, das gibt's doch nicht. Ich hab die Schockdrohne hinterm Zaun geworfen. Auch gut. Scheiße. Ja, Gestreusprengsatz hoch. Okay. Hier ist schon mal keiner. Die Drohnen können uns, ne? Ja. Wir haben keine Drohnen. Streusprengsatz einsatzbereit. Wo zum Henker sind die? Werfe Splittergranate. Vorsicht, Küche liegt eine Granate. Ah, verdammt, verdammt. Einen habe ich erwischt. Oben sind die, ganz oben. Ich wurde entdeckt, von wem? Ich bin jetzt nicht im Ernst fast alleine, oder? Der einer ist noch da. Der, die Cobra ist noch da. Ich werde jetzt mal schön. Da ist ein offenes Fenster. Die Entwickler des Schützen, ne? Ach nee, Moment, mach. Sprich ruhig mal, sprich ruhig. Nee, konzentrier mal. Da ist einer drin, direkt vor mir am Fenster. Eine Splittergranate. Jawohl, die ist drin. Jawohl. Du Arschgeige, Alter. Lade nach. Mit seinen scheiß Gasgranaten kann man nicht mal. Ach nee, jetzt hat sie mich sogar nur erwischt. Ob bin ich doof? Was hatte ich erwischt? Die Gasgranate von dem Gegner. So. Aber schöne Ablenkung von mir, ne? Nur noch einer vom eigenen Trupp. Zerstört. Scheiße. Der Schärfer wurde zerstört. Ihr habt verloren. Nee, die Entwickler des Spiels von Rainbow Six Siege, die haben ja richtige Spetsnaz da mal dran gesetzt, ne? Die haben das Spiel gemeistert. Okay. Echt? Ich denk mal, weil die so taktisches Vorgehen. Ja, natürlich, die wissen, was sie machen müssen. Ach komm, jetzt nimmt dauernd einer meine Klasse. Ich will einen Capcan. Nehme ich halt wieder den Affelkessel. Also vor allem, sie spielen einen Capcan und dann machen sie noch nicht mal diese Bomben an die Tür. Das verstehe ich nicht. Du schon, aber die anderen habe ich nicht gesehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das verstehe ich nicht, weil dafür ist er doch da, oder? Was sagt ihr, Leute, falls jemand zuguckt? Den Bereich sichern. Ich frage mich auch, wie manche es hinkriegen, ne? Dass sie so schnell so viele Zuschauer kriegen.
im Einsatzbereich. Aber ich habe 6 Follower und ja. Muss man da echt regelmäßig streamen? Ja, ich denke mal regelmäßig und hier kommt irgendwo eine. Da ist eine Drohne. Standort ist in Gefahr. Die Drohne hin. BB 28 aufgebrochen. Nur noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Hasse diese Gegner, ohne Witz. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Boah, da ging's Bild kaputt. Können die hier durchkommen? Nein, können sie nicht. Ich habe die Wand verstärkt. Hier, die kommt von dort. Von wo? Bei B oder was? Wieso hast du uns denn jetzt hier eingesperrt? Bomben sind da draußen. Killerklöte hat mich erschossen. Wer war das? Wo? Der war angeblich wohl, wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe, in der Garage. Auf jeden Fall hat er irgendwo geschossen, wo Wände sind. Und das kapiere ich nicht ganz. Warum ich zugemacht habe, ganz einfach, weil die nicht durch die Wände durch können. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Und ja, mir wird gerade im Nachhinein klar, dass das dumm war. Weil die Bomben ja nicht bei uns waren. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Mich würde nur interessieren, wie es der eine gerade gemacht hat, mich zu töten. Das ist halt blöde. Bei Rang siehst du die Killcam nicht. Jede einzelne. Siehst nur die letzte. Ach so. Ja, der war ja in dem Raum mit der Bombe. Ja, aber siehst du, das Spiel funzt besser, ne? Als jetzt Ark. Weil bei Ark hast du ja deinen eigenen Server. Das heißt, du musst auch noch den Server Internet haben. Vielleicht bin ich deswegen auch abgeschmiert. Ja, das kann sein, weil ich sowieso Internetprobleme habe. Killerklöte hat mich erschossen. Rang Silber hat der. Die sind beide Bronze. Oder hast du neben deinem Namen neben deinem Rang schon ein Zeichen? Neben meinem Rang? Da wo steht mit Rang oder wo? Neben deiner Nummer. Ich habe da 28. Und daneben ist ein Bronzezeichen bei mir. Ich habe nur 41 da stehen und der aber weiß. Kein Stern oder sowas. Ja, dann kommt es noch. Oh, verteidigen Bereich schon wieder. Bereich sichern? Was ist das denn jetzt nochmal? Dass sie kommen und uns töten wollen. So. Also es war, glaube ich, das, dass man nicht... Ich würde sagen, Bootsvorräte, oder? Welcher Raum ist am sichersten? Wo bist du, ne? Serverraum. Serverraum? Ja, würde ich sagen. Okay. Ah, du hast Panzerung dabei, schön. Den Captain konnte ich ja nicht auswählen, weil jemand anders genommen hat. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Schutzplatten werden eingesetzt. Im Einsatzbereich bleiben. Du musst in dieser Zone bleiben. Was war das? Drohne? Nicht gleich zeigen, wo wir sind. Eingang abgesperrt! 5 Sekunden. Genau, mach da mal schön dicht. Ich mach hier dicht. Drohne, Drohne, Drohne! Du bist schon neben mir, ne? Wand verstärkt! Olli? Du bist neben mir, oder gerade? Nee. Nein? Wo war das dann? Oh, halb so wild.
Barrikade ist dicht. Hier kann ich keine reinmachen, okay. Kann ich noch irgendwo eine setzen? Also im Prinzip müssen wir überleben und schauen, dass wir mehr Kills, dass wir die schneller töten als sie uns. Okay. Irgendwo sind schon Gegner. Wow, scheiße! Boah, Alter, was sind das für Killer, ey? Vor allem, wieso haben die mich von der Seite getroffen? Neben mir war eine Wand. Durchgeschossen? Das kann sein. Jawohl, ich hab einen Headshot. Dann wären die jetzt von zwei Seiten gekommen. Einen habe ich, der war draußen. Achtung, Drissen Jonken rennt mit dem Messer durch die Gegend. Der weiß auch nicht, von wo ich schieße. Ah, doch, jetzt schießt er gegen die Wand, der Wichser. Hat er mitgekriegt, dass ich da lieg. Schade ist, dass ein Medic einen nicht heilen kann, ne? Geht doch. Geht das? Ja, der hat eine Heilwaffe dabei. Eine Spritzenwaffe, die muss er auf dich schießen. Und warum macht das nicht? Ich glaube, weil gerade ein Gegner kommt. Ja, die Kamera ist zerstört. Der Gegner hat mich gesehen. Haben den Biogefahrgutbehälter gefunden. Achtung! Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Ach, hier ist doch ein Behälter, oder was? Den Biogefahrgutbehälter besitzen. Lol, ich bin gerade an einem vorbeigerannt, Scheiße! Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Ich bin am Driesenjoggen vorbeigelaufen. Aber ich wusste jetzt auch nicht, dass ein Biogefahrgutbehälter hier ist. Hast du das gewusst? Nö. Super. Ich dachte, es ist nur Überleben. Nee, offenbar. Ich nehme meinen Sledge. Oder nein, ich nehme einen. Ja doch, ich nehme Sledge, passt. Ich probier's mal nochmal mit dem Blitz. Vielleicht bin ich ja doch nicht so scheiße. Schwimmdog. Weißt du, ich kann wenigstens blitzen, aber das Problem ist, unsere Leute rennen immer vor. Stimmt. Weil mich kriegen sie nicht so schnell klein. Ich hab ein Schild. Was denn? Da ist halt echt schwer mit der Pistole wen zu treffen. Ne? Oh, finde ich nicht. Also mit meiner alten Maus, ja, bin ich ehrlich, war echt kacke. Aber mit der hier geht's. Was ich immer nicht schaffe, ist dieser Klammergriff aufs X zu drücken, dass ich die Gegner rechtzeitig markiere. Ich fahr grad durch die Garage. Okay. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Einsatz in 5 Sekunden. Haben wir schon gefunden? Ich nicht. Position ist scheiße. Das unbekannt. Erlaubnis zum Angriff. Das ist doch Mist. Wenn wir nicht wissen, wo die sind, ist kacke. Einsatzbereit!
hier ist keiner, wo ich gerade reingehe. Aber ich ziele auch meist noch mit, wenn ich ins Gebäude gehe. Also das Eindringen mache. Sind die unten oder was? Ja, die sind unten. Okay, ich bin im Gebäude. Ich bin hinter dir, Olli. Hier ist eine Wand, die ist nicht. Kannst du sie aufmachen? Ich wurde entdeckt. Hier muss eine Kamera sein. Wo wurde ich entdeckt? Da, schon wieder entdeckt. Immer hier an der Kante. Da oben ist eine Kamera. Geh mal weiter weg, Olli, sonst erwischt dich die Bombe. Ach scheiße. Der stupst mich da an, ich kann jetzt nicht. Ja, mich hat auch irgendwer angestupst. Ich finde das echt unmöglich. Mitten, wenn wir im Spiel sind, der. Selbst wenn die Schände reinkommen. Jawoll. Jawoll, ein Kohle. Der ist da in der Ecke, ist noch einer. Feindliche Aktivität. In welcher Ecke? Behälters einstellen. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Jawohl! Neutralisiert, eigener Truppe. White Potato ist reingekommen. Wo? Oh, im TS oder was? Ja. Ich darf den gar nicht wegziehen. Okay. Ja, den kann man hier nicht reinziehen wegen Passwort. Ja, ich wollte ihn oben reinziehen. Boah, wer ist denn da so schnell auf dem Capcan drauf? Ist ja abnormal. Bei mir guckt keine Sau zu. Oh, ich hab bald Zähne, ey, scheiße. Das heißt bald, ich muss wieder pennen. Ach ja, um 10 würde ich auch Schluss machen. Ich hab mal Urlaub, aber. Und du hast Urlaub. What the fuck, wieso ist denn mein. Wieso ist meine Aufnahme jetzt aus? Weiß ich nicht. Die Tür ist sicher! Ich hab Plus gedrückt. Im Einsatzbereich bleiben. Die Gegner haben den Flurgefahrgutbehälter lokalisiert. Missionszone Fenster nicht abgesperrt! Drohne! Bitte. Wurde entdeckt, ja schön. Schon wieder wurde ich entdeckt. Geh mal auf Seite. Ey, ich krieg die Drohne. Das bist du gar nicht. Scheiß Drohne ist abgehauen. Sowas von egal. Die sollen mal kommen, ey, den hau ich so auf die Schnauze. Geh da weg, Junge! Blöder Idiot! Ich töte den gleich, ohne Scheiß, geh weg! Oh, ist das ein Depp, ey, mach ihm halt einen Weg frei, oder? So, jetzt hast du das Loch umsonst gebohrt, du Trottel. Da, bitteschön, kannst wieder durchhauen. Solche Leute liebe ich, weißt du das? Was? Ja, steht vor mir, sieht, dass ich da eine Barrikade hinmache und muss trotzdem noch schießen. Versuchen das Loch reinzumachen. Wo kam das her? Alter, wie schnell töten die uns? Wo sind sie? Ich höre sie auch nicht, ne?
Ja, die sind aber da. Unter uns. Ist tot. Was hast du, Olli? Hm? Hast du gerade gefeuert? Nee. Von wo wird da geschossen? Die sind auf der Treppe, die kommen von unten. Die Ash ist auf der Treppe. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab den voll erwischt. Ach verdammt. Sorry, hab ich verkackt. Ach ja. Hm, wieso verkackt? Wir haben noch gewonnen. Ja, klar haben wir gewonnen, aber ich hab's gerade verkackt. Schau es mal an, ey. Baller da wild um mich und treff ihn nicht. Ja, ich hab die gesucht. Nö, mit Sledge. Da hab ich wenigstens Granaten und kann sie reinpfeffern durchs Fenster, weißt du, ich mein? Hm. Weil da zögere ich nicht. Ich hau mit dem Hammer das Fenster ein und danach bam, Granate rein, scheißegal wer drin steht. Und wenn keiner drin steht, dann rennen sie eh da hoch und gucken. Von daher. Das ist aber auch meine letzte Runde jetzt. Der also, Biogasargutbehälter muss jetzt lokalisiert. Ja, meine auch. Also wir gehen. Wir machen auf jeden Fall das Spiel noch fertig. Ja, halt das Match fertig. Ist ja eh schon Runde 4. Gibt keine absolute Niederlage, glaube ich. Also jetzt ist dann schon Ende bei dir, oder was? Ja, ja, gleich. Okay. Weil. Ist ja noch eine Viertelstunde, glaube ich. Ja, wir machen das hier noch zu Ende. Das ist die letzte Runde, also ob wir jetzt gewinnen oder verlieren. Ach so. Deswegen meinte ich gerade. Ja, dann ist das die letzte Runde. 5 Sekunden bis Einsatz. Feinde in Sichtweite. Kartenraum. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Findet den Biogefahrgutbehälter. Ach toll. Wenigstens wurden die Gegner gefunden. Irgendwo. Wo ganz, sind die denn? Ganz da hinten irgendwo. Weißt du, in welcher Etage? Keine Ahnung. Aber ich werde es gleich rausfinden. In der ersten. Jawoll! Der liegt auf dem Boden, der ist halb tot. Kann jetzt nicht. Das gibt's. Ach komm, ey. Ich schieß dem Typen mitten in seine hässliche Birne und ich bin tot. Ach, schön verkackt wieder. Egal. Erste Etage, sagtest du? Ja. Ungefähr da, wo ich tot bin. Da, wo Dave dranhängt, musste gucken. Da sind sie drin. Ich habe 2 Granaten reingepfeffert und die Typen sind nicht tot, ne? Aber gut, ich habe auch nicht getroffen, muss man dazu sagen. Mann, heute rege ich mich schon ein bisschen auf. Wo sind die denn? Guck mal, wo der Dave rumrennt. Ne, hier unten sind sie. Unten sind auch welche, das kann gut sein, aber oben waren auch welche. Hier ist alles verbarrikadiert, hier unten.
1 und bleibt auf Kurator vom eigenen Trupp. Ja, ich sollte ihm auch im Kopf schießen statt in den Bauch, ey. Ja, so ging es mir auch gerade vorhin. Schau dir den mal an, den DC Cobra, ey. Der dreht nur einmal um die Ecke rum, buff, Kopfschuss. Hm. Kann der Arzt sich nicht nochmal aufkratzen, war da nicht was? Der Arzt, der kann sich selber die Spritze in die Brust rammen. Zweimal sogar. Mhm. Aber machen tun es die wenigsten. Oder wählen die das nicht aus, kann auch sein. Also ich habe das mal gemacht. Guck mal, da sitzt an deinem Leichnam. Er ist links von dir, Junge. Hören die dich? Nö. Trotzdem. Er kommt da eindeutig von links. Ich höre das über die Kopfhörer. Ja, ich auch. Feindliche Aktivitäten. Die Sicherung des Behälters. Jawohl! Neutralisiert ist. Der Kerl ist echt Hammer. Wurde lokalisiert. Ja, der Dave. Der ist gut. Hat Gegner eliminiert. Nee, der DC Cobra. Der ist richtig Hammer, ey. Noch mal eine Runde. Noch ein Matchball. Finde ich gut. Und jetzt habe ich endlich meinen Captain. Und geh mal hin. Serverraum. Da haben wir nur zwei. Ne, wie viele Türen haben wir da? 1, 2, 5 Eingänge. Ach, warum nehmen die sowas? Ist nicht Bombe, ne? Das ist dieser Gefahrgutbehälter. Ja, klar. Ich glaube, das bleibt jetzt alle Runden, glaube ich, Gefahrgutbehälter, oder? Nee, das ändert sich bei Rang immer. Das ändert sich bei Rangspiel immer. Das ist ja das Schöne dran. Ja. So, einmal. Steht! Zugangssperre einsatzbereit. Abstand halten. Wo kommen sie? Ist die Schockdrohne von denen, hä? Jawohl, zerstört. Boah, Pistolfeed hat mich jetzt voll erschrocken, ey. Mit ihren scheiß Dingern da, ey. Da ist dein Visier voll kaputt. Das Nestchen kann jederzeit auf. Ein Nestchen mit meinen Süßen platziert. Ich glaube, die kommt von oben. Meinst du? Meine Süßen sind platziert. Oh, du hast einen. Ja. Ich wurde entdeckt. Von was? Der kommt hier durch den Gang. Und was werde ich entdeckt? Das soll mir mal einer erklären. Ist hier irgendwo eine Drohne?
jetzt? Scheiße. Da war eine Drohne drin, die hat geguckt, wo wir sind. Ja, ja. Also, Kacke. Ist der unten oben? Wo ist der? Ja, der kommt nach unten. Ein Gegner verbleibt. Das schafft er nicht mehr. Hä? Der eine Gegner schafft das, glaube ich, nicht mehr. Glaube ich auch nicht. Jawoll, mein letzter Kill meiner. Sauber. Ich bin einfach unter der Barrikade durchgekrochen, wie du gleich sehen kannst. Auch wenn das ein bisschen geleckt hat, warum auch immer. Ich bin Hacker, haha. Jetzt mod, kannst du es lesen? Jetzt modste, ich hätte gehackt. Ja, sicher. Nein, glaube ich nicht. So ein Spacko, Alter. Schon mal was von Leck gehört, dass es einfach nur gerade geleckt hat, die KM? 3 von 30 Ziele erreicht. So, das ist das. So, ich bin auf jeden Fall draußen jetzt. Okay. Ja, ich bin. Ich mach jetzt. Naja, mach ich noch eine Runde, mach ich keine. Ach, keine Ahnung. Na gut, dann bis später, ne? Sind eh schon andere Spieler. Ich geh auch raus. Okay, bis dann. Tschö. Bis dann. Tschaußen. User left your channel. Ach, zugeguckt hat eh keiner. Daher. So, damit ich mal, wer ja auch immer zugeguckt hat, eventuell einen schönen Abend und eine gute Nacht. Ich bin raus.